Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Fancy Schmancy. Wie im letzten Video schon gesagt, möchte ich mir Make-up ein bisschen näher bringen und habe mir gedacht, ich gucke mir einfach ein paar YouTube-Video-Tutorials an und versuche, die nachzuschminken. Den ersten Look, den ich heute mitbringe, ist von Lauren Curtis. Das ist eine Make-up-Beauty-YouTuberin aus Australien. Keine Ahnung. Und genau, der Look heißt Doll Eyes with Dark Plum Lips und ich versuche das jetzt nachzuschminken. Los geht's! Also, ich habe mir aufgeschrieben, welche Schritte die Lauren als erstes macht. Und dann fange ich mit der Foundation an. Ich nehme von Melly diese Foundation. Das ist die Ultimate Performance Liquid Foundation und die habe ich im letzten Video schon mal vorgestellt. So, als nächstes kommt ein Concealer. Ich nehme dafür von Melly den Perfect Prep Under Eye Brightener Lighter. Ich finde diesen Namen so klasse. Gar nicht kompliziert oder so. Dann nehme ich von Melly die Eyeshadow Base. Und dann nehme ich von Jerome Alexander das Magic Mineral Powder. Genau, das sieht so aus. Und von Zoeva den Powder Brush. Dann mache ich mir außerdem noch die Augenbrauen mit dem Catrice Eyebrow Stylist in 030 Brown Eye Piece. Und das Ganze fixiere ich mit Melly. Das ist das Brow Gel. Als nächstes nehme ich den Bronzer. Da nehme ich wieder von Bare Minerals den Bronzer in The Skinny Dip und den Zoeva Blush Pinsel. Als nächstes kommt Rouge an die Reihe. Dann nehme ich von Chanel das Rouge Joyeux Contrast 79 und das heißt Rouge. Wow. Kreative Farbname. Und dann nehme ich auch wieder den Blushpinsel. Und das Rouge, das riecht so gut. Also es riecht wirklich verdammt lecker. Und hier muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist sehr stark. Genau. Oh, das riecht so lecker. Num, num, num. So. Und jetzt kommt noch der Highlighter. Das ist aus der Glossy Box Kryolan Highlighter mit dem Namen Kashmir. Das ist ein Creme-Highlighter. So, wir sind jetzt fertig mit dem Gesicht und jetzt kommen gleich die Augen. So, für die Augen bin ich noch am Überlegen. Also, es soll ein helles rosa-braun sein. Jetzt bin ich am Überlegen, welches ich nehme. Ob ich aus der von Urban Decay aus der Naked Basics Palette die Farbe WOS, ich habe auf Twitter eine Nachricht gekriegt, ob ich aus meiner, die ist ganz schön angebatscht, aus meiner Lancôme My French Palette, ob ich da den mittleren Ton nehme, sieht so aus. Ich glaube, ich mische sie. Ich glaube, ich nehme erst BOS und dann die andere. Da gehe ich mal ganz fix mit den Fingern rein und verteile die überall. Ah!
Als nächstes hat sie ein helles Braun genommen und das quasi in der Lidfalte verblendet. Dafür nehme ich mal diesen Soeva Crease Pinsel und überlege noch, ein helles Braun ist nicht hier drin. Dafür nehme ich wieder die Urban Decay Naked Basics Palette und nehme als helles Braun Faint. Das ist dieses hier. Okay, interesting. Dann geht sie noch mit dem gleichen Ton quasi hier unten drunter. Gucken, ob ich das hinkriege. Jetzt verstärke ich das noch ein bisschen, indem ich mit dem Pinsel wieder reingehe. Und jetzt blende ich es wieder aus. Wow. Naja, okay, keine Ahnung. So, jetzt macht sie einen geschwungenen Lidstrich mit, sie hat einen Gel-Eyeliner benutzt. Ich nehme jetzt von Soeva den Cat Eye Pen in der Farbe Blackest Black. Und weil ich das absolut nicht auf Video kann, werde ich das jetzt versuchen vor dem Spiegel zu machen. Und ihr seht mich jetzt gleich nochmal. So, ich habe mir jetzt den Eyeliner drauf gemacht. Ich krieg das einfach nicht gebacken mit diesen wegen Dingsy-Bums hier, deswegen habe ich ihn jetzt so gelassen. Und genau, gehen wir weiter. Als nächstes kommt die Mascara. Ich habe mich jetzt für eine andere Mascara entschieden und zwar von Astor, die Big and Beautiful Face Lash Look Volume Mascara. Und die ist auch schwarz. Ich hasse das ja, die unten drin Wimpern zu machen. Weil ich mache mich dann immer so an. Ah, und dann muss ich es nachher mit einem guten Wimpern machen. Ah, egal. Die andere Seite hat ganz gut geklappt. Okay, ich hole mir jetzt einen Q-Tip. So, ich habe mir das jetzt unter den Augen wieder weggemacht. Und eigentlich in dem Video macht sie jetzt auch noch falsche Wimpern drauf. Ich habe mir auch schon welche rausgesucht. Die habe ich mal im Fünferpack irgendwie geholt. Glamour Eyelash, keine Ahnung, Extensions. Und dazu den Art Deco Wimpernkleber. Den kann ich wirklich nur empfehlen. Der ist richtig, richtig gut. Aber ich spare mir das jetzt mit den Fake Wimpern. Und wir gehen gleich weiter zu dem Lip Liner. Und zwar nehme ich dafür von, das sagt euch bestimmt nichts, Judith Williams, der Lippen- und Konturenstift Duo in der Farbe Soft Rose. Und ich nehme aber nur den Lip Liner davon. So, jetzt wird's lustig. Ich bin so gut wie nie Lip Liner. Von daher. So sieht das jetzt aus. Cool, wa? So, und jetzt nehme ich meinen Chanel Lippenstift, den ich mir vor kurzem gekauft habe, weil ich die Farbe so, so schön fand. Und zwar ist das die Nummer 47 aus der Rouge Allure Velvet Reihe L'Amoureux. Also, das ist der fertige Look. Doll Eyes and Plum Lips. So sieht es aus. Ja. Okay, ich hoffe, euch hat das gefallen, zu sehen, wie ich das Video-Tutorial nachgeschminkt habe. Und ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob es ungefähr so aussieht wie das, was sie gemacht hat. Und vielleicht habt ihr auch Tipps, was man besser machen kann, was ich nicht so gut gemacht habe.
Und ich freue mich auf das nächste Mal und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein zum nächsten Video und sage Bye!